Ich mache jetzt einen Joghurtdip für Tacos. Das ist ganz einfach. Ich nehme mir da ein bisschen saure Sahne, sauerrahm. Und zwar 1, 2, 3, 4 Löffel. Ups, ausgepritzt. Und dann habe ich hier Joghurt. Ich habe da jetzt einfach einen Light-Joghurt genommen, damit es nicht so fett ist. Da nehme ich circa die Hälfte der Menge, die ich an sauerrahm genommen habe. So. Dann habe ich hier eine Zitronenscheibe oder man kann auch einfach eine Limette nehmen. Die kommt da rein. Dann nur noch pfeffern. Ein bisschen salzen. Und jetzt verrühre ich das Ganze nur noch. So lange, bis es glatt ist und keine Klümpchen mehr hat. Mhm. Schmeckt lecker und das kann man jetzt zu den Tacos reichen. Nein, das haben vielleicht die Leute so erzählt. Mhm.